Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Portal Revolution. So, dann wollen wir mal ein neues Spiel. Der menschliche Rohstoff, das klingt doch schön. Und Play. Bitte bleiben Sie ruhig, das ist nur ein Ladescreen. Och, der verging ja eigentlich ganz schnell. Ach, ich glaube, der Rohstoff bin wieder mal ich. Ich habe aber gar keine Beine. Wir bewegen uns. Ja, aber ein schönes Zimmer hier. Könnten wir aber mal freundlicher anstreichen. Zumindest die Lampe könnten wir anmachen. Dankeschön. Eine Lampe. Das war nicht die, die ich wollte, aber immerhin. Oh je. Da hat jemand Akkuschrauber. Und auf den Schrott mit uns, da wo ich hingehöre. Oh. Eine Mikrowelle und ein Kühlschrank. Das ist ja richtig luxuriös hier. Kann ich aufstehen? Ich will so langsam aufstehen. You have been in suspension for 72 days. Ach, das geht. The Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center congratulates you on your 36-year sleep anniversary. You have been selected as a potential candidate for our Human Emergency Response Team. Dafür bin ich perfekt geeignet. Monitor. Was ist denn das für ein Scheiß? Schöne Lampe, schäbige Mikrowelle. To be accepted into the Human Emergency Response Team, you will now participate in an advanced difficulty testing track, where your problem-solving skills, athleticism, and response to increasingly hazardous conditions will be evaluated. Oh je, die sind doch nicht vorhanden. Please press the button to accept the terms. Immer doch. Thank you for volunteering. Ja, gerne. The door will open in 3, 2, 1. Ui, los geht's. Dann wird's wohl Zeit, dass ich mal wieder getestet werde. Lang, lang ist es her. Das letzte Mal habe ich Medikamente verschrieben bekommen. Mal schauen, ob's jetzt besser läuft. Können Sie hin? Nach oben. Das sieht ein bisschen aus wie eine Gummizelle. Ich wurde doch noch gar nicht getestet hier. Und kommt doch erst später. So. Jetzt war es kaputt gegangen. Weiß nicht, ob Carglass das auch repariert oder austauscht. Naja, nicht unbedingt ein Auto. Obwohl sich Teile bewegen. Na, gibt da bestimmt spezielle Glaser. Ach, das gefällt mir aber, dass wir so weit nach oben gehen. Und dass die Ladescreens so schnell verschwinden. Was haben wir hier? Test subjects may experience symptoms of mental defects after long-term chemically induced hibernation. Ja, davor vielleicht auch. Please remain calm. Bitte bleib ruhig. Ich kann nichts versprechen. You will now participate in a brain damage evaluation survey to determine just how damaged your brain is. Mittelmäßig, also. If you believe your brain is sufficiently operational, press the button in front of you and continue the test. Ja, also dafür wird's reichen. Very good. Please walk through the portal and continue testing. Your self-reported status is more than sufficient for testing. Das ist immer gut. Ich gebe mir auch gern selber Noten. Hui. Und raufgewürfelt. Na wunderbar. Und das Spiel speichert. Das heißt, normalerweise ist passiert was Schreckliches. Beinahe wäre ich von dem Würfel erwürfelt worden. Muss ich den dahin? Aha. Ich verstehe. Halbwegs. So, so. Rauskomme ich aber hier nicht mehr. Dann müssen wir wohl da rein. Please be advised that noticeable damage to eyesight is not part of any test protocols, but it's an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill. Das ist in Ordnung, aber warum kommt hier Wasser rein? Emancipate some of the light sensing rods and cones inside your head. Damit komme ich klar, aber Wasserschaden ist ernst. Ah, ich muss hier durch, glaube ich. Da ist eine Portalkanone. Oh. Schieß mal das Blaue woanders hin. So.
wird aber auch Zeit, her damit. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. Ja, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. For the human emergency response team, you are expected to adapt to all dangerous situations and as such will not be informed about the device's safety hazards. Das ist nett. Zu viel Information tut mir auch nicht gut. Mach mir dann nur zu viele Gedanken. Juhu. Und dann in den Aufzug. Hätte ich Magen-Darm-Probleme, wäre das ein Fahrstuhl. Aber das wäre dann sehr unangenehm hier. Vor allem da ist die Luftzirkulation nicht besonders gegeben. Ist sehr eng. Your performance in the next test chamber will be timed to measure puzzle solving and execution speed during extreme wind and weather conditions. In the rare case that wind and weather conditions appear to be ordinary, please stay idle in the entrance foyer until the desired conditions are met. Rückriechen. Hier ist gar kein Wetter. Glaubt, dann stehen wir einfach rum. Oder schießen Kameras ab. Das macht immer Spaß in einem Portal-Teil. Auch wenn der hier von der Community gemacht wurde, macht's hier nicht weniger Spaß. So, was muss ich denn machen? Wir brauchen einen Würfel. Dann Würfel nach oben. Ich darf wieder hier rein. Und dann schnappe ich mir das quadratische etwas. So. Wurde ich jetzt getimed? Habe ich mich gut angestellt? Hui. Ah. War nur ein Aufzug. Okay, was haben wir? Wir haben ein Knöpfchen. Das macht doch halbwegs Sinn, oder? Da hinten eins hinzuschießen. Ich weiß es nicht. Wir probieren das Ganze mal aus. Ich hätte gern was in Würfelform. Und die Kamera natürlich. So. Würfel, Würfel, Würfel. Her damit. Gab's hier überhaupt einen? Ja, da gibt's doch einen. Wunderbar. Wofür haben wir das jetzt gemacht? Wir sind doch davor auch schon durchgekommen. Oh, asü. Dass wir da oben hinkommen. Das macht halbwegs Sinn. So, ich schmeiß mal nach runter. So, jetzt braucht man noch einen Knopf. Das heißt, wir können jetzt eigentlich den anderen Würfel nehmen, oder? Ich denke, das sollte funktionieren. So, und drauf damit. Und ich habe was hinbekommen. And stop! Congratulations, Test Subject Number 1. You have set the world record for this exercise. Yes! And now officially hold first and last place on the leaderboard. Na, zumindest den ersten Platz auch. Ansonsten kriegen wir immer nur Teilnahmeurkunden. Okay, what do we have here? Ich mag die Grafiken hier. Ein Laser, der mich kaputt lasern kann. Das ist aber nicht sehr sympathisch. So. Laser. Next test may contain concentrated amounts of electromagnetic radiation that may be harmful to the retinas of some humans. The Enrichment Center recommends to solve this test with closed eyes, as health insurance will not be provided for this specific exercise. Dann machen wir auf. Sensing rods and cones of your eyes have previously been emancipated by an emancipation grill. Feel free to ignore the prior warning. Aha. Na gut, auf drei schließt ihr die Augen und ich auch und ich sag Bescheid, wenn wir hier durch sind. Er hat uns ja gewarnt, dass wir das mit geschlossenen Augen machen sollen. So, da ist ein Apparatus Laser Lenkikus. Den nehmen wir mal mit. So, wo bin ich? So, und wo darf's hingehen? Einfach da. Soll ich das so machen? Will ich noch was anderes machen? Ah. Ich verstehe vielleicht ein bisschen. Ich verstehe nicht.
Ah, was willst du von mir, Spiel? Mach's mir doch nicht so kompliziert. Gut, wenn wir den Laser rauslinken. Nein, da sterbe ich doch, wenn ich da durchgehe. Ah. Ich hatte recht. So, aber ich kann ja nochmal raus. Ich kann da ein Portal machen. Bin wieder hier. Und was hat das jetzt gebracht? Das Mittelteil muss das leuchten. Soll ich ernsthaft da durch? Ich meine, ich würde es versuchen. Hihi. Hat geklappt. Weiß nicht, ob das die richtige Lösung war, aber ich bin zufrieden. You have completed the test. If you have not done so already, you are permitted to open your eyes. Genau, jetzt Augen wieder auf. Ach, das haben wir doch gut gelöst. Trotz einiger Einschränkungen. So, wieder Gummizelle und Frühsport. Hüpf, hüpf, hüpf. Ach, das reicht auch. Zu viel Bewegung ist auch nicht gut. Macht nur schlechte Laune. Before starting with the next test chamber, we would like to remind you that so far, no experiment has yet unproven whether or not weighted storage cubes are not incapable of not feeling pain when being emancipated. Okay. Das klingt doch gut. Oder nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht fühlen sie Schmerz, aber dann fühlen sie zumindest etwas. So, was haben wir denn hier? Würfel. Würfel muss in die Würfelfläche. Aha. Und jetzt kann's abgehen. Eventuell. Da ist ein Portal drin. Knöpfchen. So. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Ah. So wird ein Schuh draus. Wollte doch gar keinen Schuh machen. Ist egal. Ich hab's geschafft. Laser. Auf das Knöpfchen. Dann. Normaler Würfel. Setz mal auf den normalen Würfelplatz. So. Können ausgetauscht werden. Und dann können wir Sachen kaputt lasern. Ja, zerstört die ganze Einrichtung. Inklusive mir. Und Portal. Oh, ich habe kein Orangenes. Dann lebt die Kamera. Ganz schön cool, was die Community hier zusammengebastelt hat. Well done, Candidate. You have successfully solved 5 test chambers. To ensure ja. High quality of human resources, the following test chambers may include elements of danger. Extra caution is advised. Good luck. Ja, ich wollte gerade schon sagen, Säuregruben mag ich generell nicht. Ich habe zwar auch eine, aber ich nenne es Badezimmer bei mir. Trotzdem sollte man da nicht an die entsprechenden Stellen kommen. So, Würfel kommt wahrscheinlich dahin und komm mir in die Arme, Kleines. Hui. Ja. So. Wo ist jetzt der finale Boss? Ich bin bereit. Das ist in Ordnung. We are unable to provide an experience of suitable quality at this time. Okay. Würfel. Kaputter Würfel. Mal den irgendwie. Vielleicht muss ich mal draufstehen. Ah, das ist der Laser, alles klar. Das ist der Portalknopf. So viel wissen wir schon mal. Ist es nicht schön, was wir alles wissen? Was haben wir hier? Ein Knöpfchen. Okay. Würfel runter, Würfel hoch. Okay. Kann man
wir jetzt rübergehen im passenden Moment. Beziehungsweise, jetzt muss der zu mir kommen. Ja, hab ihn. So, und dann, was macht das? Das macht das Ding kaputt. So soll das sein, dann einmal raufwürfeln. So, Laser, ein Laserkubus bitte. So, dann kommt er auf der anderen Seite raus. Macht man dasselbe Spiel, glaube ich, einfach nochmal. Jetzt. Hui. Also Laserwürfel zum Laser. Jetzt muss ich das Ding aber irgendwie rausbekommen, oder? Ah, das geht ja einfach. Ich kann den Würfel ja neu machen lassen. Hoffe ich. So. So soll das sein. Der Würfel ist an Ort und Stelle. Nein! Falschen Zeitpunkt erwischt. Das Portal löst sich ja auf. So. Da müssen wir drauf schauen. Beziehungsweise... Wir hätten den jetzt einfach kurz da drauf stellen können. Dann gehen die Portale auch nicht aus. Dann muss ich gar nicht darüber. Ach, das Portal hört schon auf. Dann machen wir es nochmal. So. Dann landet der aber gleich richtig. Hui. Da ist er. Da ist er doch. So. Dann kommt der auf den Laser. Knopf. Und den braucht man da nicht mehr. Jetzt können wir einfach hier wieder alles durchlasern. Vor allem durch die Scheibe klappt das. Da bin ich ja beruhigt. Und wir werden immer beobachtet. Er fühlt sich so geborgen an. Tür mit Henkel? Ah. Okay. Habe ich irgendwo ein Portal? Nee. Ah, da kann ich eine Portalfläche reinmachen. Ja, nicht. Das ist, glaube ich, fancy Glas. Sieht man gar nicht, dass es eine Scheibe ist. So. Ja, ich nochmal hinke. Rauf. Echt? Da komme ich auch nicht durch. Nee, gut. Dann bin ich zumindest nicht unzufrieden, dass wir hier die Orte erkunden. Fühlt sich immer schlecht an, wenn man irgendwie ein ganzes Treppenhaus noch offen hat und die erste Tür führt einen gleich weiter. Dann denke ich immer, ich hätte was verpasst. So. Einmal ordentlich noch in den Aufzug furzen und dann kann es weitergehen. Ah, die Ladezeiten sind echt in Ordnung. Ich habe dich gerade gelobt, jetzt mach auch hin. As a consequence of semi-recent events, some aerial could be misconfigured and launch objects into arbitrary directions. Das ist in Ordnung. Katapulte sind immer cool. Egal in welche Richtung sie uns jagen. Ich glaube, das geht nach hinten los. Nein! Mein fetter Arsch hat die Scheibe kaputt gemacht. Give me a second. There. Try that. Hui! Na, das war gut ausgemessen. Ja, alles kalibriert. Außer mein Hirn. Warte mal. Die anderen Kammern waren doch so einfach. Hui. 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 Aha. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ah! Was haben wir hier Schönes? Nur mehr Anlage. Oh, danke schön. Ich würde gern einfach zu dem Knopf da hinten. Diesmal legen wir kein Portal hin. Irgendwas muss der Knopf doch machen. Im Normalfall machen Knöpfe was in dem Spiel.
Da wird ein Würfel geboren. Und der liegt nicht mehr da. Das heißt, wenn wir da ein Portal hinmachen und das Orangene da haben, dann haben wir gleich Würfelspaß der Extraklasse. Achso, nicht aufs Katapult, sondern auf den Knopf. Und da ist er. Den müsste ich doch jetzt abfangen können. Nicht erwischt. Nochmal. Nein. Das ist ja die falsche Richtung. Nee, es gibt eine andere Lösung. Ich könnte ja auch einfach das Portal ummachen. Ich will das jetzt schaffen. Komm schon. Nein. Ich bin zu schlecht dafür. Warum? Einmal versuche ich es noch, dann machen wir es auf die schlaue Variante. Abwarten, abwarten, abwarten. Ich habe jedes Mal, glaube ich, dieselbe Scheiße gemacht. So, da ist er jetzt durch, dann kommt er hier mir in die Arme. Okay, er liegt da, alles wunderbar. Wie kriege ich ihn jetzt weg? Mit Karacho da rein. Okay. Das könnte schwieriger werden. Vielleicht sollten wir einfach einen neuen Würfel holen und damit nicht so viel Scheiße bauen. Hui! Ja, das war im falschen Moment. Also, wir gehen nochmal nach hinten, holen einen neuen Würfel. Mensch, bin ich manchmal dämlich. Aber das muss man in so einem Spiel auch sein. Mit nur Logik kommt man auch nicht immer weit. So. Würfel da rein. Würfel da raus. Komm hier. Ah. Und jetzt können wir was auf den großen Druckschalter legen. Und der hat das jetzt ermöglicht. Ich glaube, dann muss ich da hin. Und wie komme ich da hin? Da oben. Okay. So, dann brauche ich Speed. Orientierung brauche ich. Hui. Das geht halt nur, wenn wir durchs Orangene gehen. Ich habe ja nur das. Lass mich doch zielen. Hui. Zumindest wurde das Spiel gespeichert. Ich habe irgendwas geschafft. So. Eine Kugel. Die kriegt man aber irgendwie so. Da kommt sie dann hoch und dann sollte sie eigentlich zu mir fliegen. Komm her, du Kügelchen. Ah. Das wäre doch ein cooler Ball für die EM. Zwar ein bisschen groß, aber vielleicht treffen die Idioten dann mal. Naja, ich verlasse mich auf nichts. Ist mal, glaub, am besten dran bei Portal. Ist das eine Minecraft-Welt? Nee. You are nearing the final test chamber. Na, solving endlich. This last chamber and completing the testing track will grant you membership into the Aperture Science Human Emergency Response Team. Sehr gut. Wollt immer schon Teil des Teams sein. Oh. Hey, da unten bin ich. Ui. So, ist der Laser tödlich? Der ist nicht tödlich? Seit wann das nicht? Hab mir so viel Mühe gegeben, die Maus auszuweichen. So. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben einen Button. Oh, ich dachte, der fällt mir auf die Rübe. Dann passt eine Plattform. Da bin ich aber platt. Na, die soll sich ja nur bewegen, wenn ich drauf bin. Was können wir da hinten machen? Das Portal ist jetzt da.
Da hilft niemanden. Wir können ja anscheinend durchgehen durch den Laser. Der Button ist required. Da braucht man... Gleich braucht man den Würfel hier. Dann lenken wir den Laser einfach weiter. Und irgendwie wieder dahin. Das klingt doch nach einem Plan. Weiß nicht, ob er aufgeht, aber was soll's. So. Oh. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Okay, so wird's funktionieren. So wird's funktionieren. Dann können wir das Blaue aber zumindest mal woanders hinschießen. Da zum Beispiel. Stellen uns auf die Plattform. Und portalen los. Nein. Jetzt. Irgendwie getroffen. So, da haben wir jetzt noch einen Knopf und noch was, was irgendein Laser erfordert. Achso. Laser muss dahin. Knopf muss, das Ding muss da auf den Knopf. Alles klar. Nichts leichter als das. So. Einmal freigeschalten. Wie kommen wir jetzt nochmal da hoch? Kann ich da hinten ein Portal reinmachen? Also erstmal Aufzug wieder runter. Und wieder nach oben. Wird man mich loben? Portalfläche hier. Neuer Laserwürfel, bitteschön. Ja. Wie komme ich jetzt hoch? Ach, einfach zurückgehen. Manchmal kann es doch so einfach sein. Hat geklappt. Wunderbar, ich glaube, jetzt kriege ich meinen ersten Job hier. As a reminder. Ich hoffe, es ist ein Footjob. Health insurance does not cover injury or fatality from immolation from the Aperture Science Hard Light Bridge. Rest assured that unlike your fragile human tissue, all Aperture Science equipment has been built to withstand temperatures of up to 4000 degrees Kelvin. Wee. Das ist ein bisschen mehr als 4000 Grad Celsius. Ich glaube 4273 schlag mich tot Celsius. Okay, Portal. Wunderbar. Aber da kann man nicht durchgehen. Das ist eben nicht wunderbar. Nicht tödlicher Laser. Schöner Kubus. Bringt mir aber nichts, weil... Ich bräuchte ein Portal. So, bringt mir das was. Hier mit dir. Ah, okay. Und nun was? Wie krieg ich jetzt dieses Teil weg? Kann ich mich einfach nach da hinten teleportieren? Wahrscheinlich nicht. Ich muss irgendwas mit Lichtschranken anfangen, aber ich bin nicht gut darin, was mit Lichtschranken anzufangen. So, wenn ich da durchgehe, ist das blaue... Ja. Ist ein Problem. Gewisserweise. Gibt es da hinten irgendeine Fläche, wo ich mich drauf teleportieren kann? Ja, hätte man zweites Ding. Ja. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Ich finde es richtig genial, was die Community da auf die Beine gestellt hat. Es kommt tatsächlich das typische Portal-Feeling auf, welches ich damals in Portal und Portal 2 hatte. Mit 6 bis 8 Stunden Spielzeit, je nach geistiger Kapazität, hat das Spiel auch eine ordentliche Länge.
Und da ich schon etwas weiter gespielt habe, kann ich auch sagen, dass einige Rätsel sehr an Gewürzgurken erinnern. Die sind nämlich echt knackig. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.